Wie eine Geburtstagsparty. Nur das Gegenteil. Sieh mal, all deine Freunde sind da. Hey, da ist Crunch. Du bist ja so beliebt. Oh, und mein kleiner Polarbär. Kommen wir zu den Geschenken. Warum ist mein Polarbär so böse? Okay, ich habe ehrlich gesagt vergessen, was ich machen muss. Ah. Zum Glück sagt es mir das Spiel. Mensch, da habe ich ja Glück gehabt. Das ist von Tiny. Das ist von Dingo Deal. Von Ripper Roo. Heißt ja nicht Dingo. Voll nicht gesehen. Hups. Heißt ja nicht Dingo Dial? Und nicht Dingo Deal? Ich dachte immer, es ist Dingo Dial. So. Also am besten wäre es, wenn er die ganzen Bomben immer nur in die Mitte wirft. Das ist von Tiny. Das ist von Dingo Deal. Von Ripple. Ah, okay, er wirft sie, glaube ich. Ja. Dadurch treiben wir aufmerksam. Er wirft sie immer. Oh je, zweimal dasselbe. An die gleichen Orte. Ah. Dieses Geschenk kann man zurückgeben. Er sagt auch noch, dass man das Geschenk zurückgeben kann. Warum ist es so hohl? Wie soll ich das jetzt machen? Ah. Okay. Yay! Das war ja einfach. Hat mich nur ein Leben gekostet. Hydraulischer Zwillingsbruder. Oh shit. Mecha Bandicoot. Ich glaube, es heißt Mecha Bandicoot. Und ich treffe die Treppe nicht. Nee. Och, ich dachte schon. Hydraulischer Zwillingsbruder. Mecha Bandicoot! Mecha. Wie war ich, Engine? Dr. Cortex, das war großartig! Natürlich war es das, Idiot! Raketenangriff starten! Okay. Alles klar. Okay. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Okay, die dämliche Säge ist weg. Ah, fuck. Ich. Wow. Was ist mit mir los? Das ist der erste Boss. Der ist nicht mal als Boss gedacht. Der ist eigentlich dafür da, um die Spielmechanik zu erklären. Und ich krieg ihn gerade nicht hin, ey. Raketenangriff starten! So, jetzt aber. Also er schießt und zurück und bam. Okay. So, jetzt gehen wir wieder hier hin, damit wir schön viel Platz zum Ausweichen haben. Ich muss nur noch denken, dass er jetzt sofort schießt, nachdem er die Raketen geschossen hat. Was macht er jetzt? Er hat nichts mehr. Achso, er schießt direkt. Okay. Okay, ich war mir da jetzt nicht sicher, was kommt. Oh, seine Nase brennt.
Oh. Essen? Ja, geht ihr mal essen. Oh shit. Ah, hör auf mit dem Kack. Ah! Oh Gott, das wäre ein Leben gewesen. Nein! Ach du Kacke. Okay, hört auf euch zu prügeln, bitte. Ihr habt euch doch eigentlich lieb. Gebt's doch zu. Eigentlich mögt ihr euch. Nein? Okay, anscheinend. Auf mich hören sie nicht. Yay, ich habe ein Leben bekommen. Ob das so gut war, hier lang zu fahren? Wofür stand der Totenkopf? Nein! Ich habe den Kristall verfehlt, ich Idiot. Nein, fuck. Oh Mann. Egal, links. Ah, wäre ich mal rechts gefahren. Geprügelt. Hätte ich mal rechts lang geprügelt. Das ist auch ein Satz, den hört ihr so nie wieder. Fuck. Nicht gut. Wollen wir mal rechts lang prügeln? Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Obwohl, sieht auch nicht so viel anders aus. Nur mit noch mehr Nitro, kann das sein? Ein Kristall. Schön. Oder Edelstein oder was auch immer. Was? Toll. Darauf, das konnte ich jetzt auch voll ausweichen. Dem konnte ich ausweichen. Entschuldigung. Mit Deutsch habe ich es momentan irgendwie nicht so. Okay, wo geht's denn lang? Da gibt's Leben. Ich habe jetzt zwar, glaube ich, nur eins erwischt, warum auch immer, aber auf jeden Fall, eins ist besser als keins. Ah, nein, nein, zurück. Na, hätte ich noch geschafft. Egal. So. Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Es hat mich erwischt. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Wo bin ich denn jetzt? Ach, fuck. Okay. Hier unten wieder. Gut, dann gehen wir jetzt links lang, weil ein Leben wird es da nicht mehr geben. Oh, kriegen wir das noch? Nein, ich häng fest. Ich hing in der Ecke fest. Warum sterbe ich jetzt schon so oft? Das gibt's doch gar nicht. Ich schieße einfach mal darauf, dass ich in 16:9 spiele, obwohl ich einen 4:3 Fernseher habe. Das wird sein. Das muss das Problem sein, auf jeden Fall. Es kann gar nicht anders sein. Es muss daran liegen. Okay, oh nein, da komme ich nicht hin. Nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Ich kann ihn ja so schon kaum steuern. Wie soll ich denn das dann mit Springen machen? Okay. Wie hätte ich denn da jetzt rangekonnt? Verdammt. Ach nein. Oh doch. Ein Energiekristall. Was denn das?
Klatsche auf die Knöpfe. Okay, krieg ich hin. Ohne, dass die mich angreifen. Geht weg. Yay! Geschafft! Und Cortex ist auch noch da. Der Kristall gehört mir! Nein, das sehe ich. Das sehe ich anders. Ich hätte ihn ganz gerne. Bleib zurück, du Schwachkopf! Guck weg, oder du bekommst einen Kristallknall! Zu spät! Meiner. Lässt du wohl los? Der Kristall gehört mir! Geht doch! Ey, hat er ihn mitgenommen? Ja, okay, gut, war Spaß, nein. Ja, wir laufen hier, kontrollieren jetzt beide. Wir kontrollieren ab jetzt Crash und Cortex. Dadurch haben wir ein paar Features dazu bekommen, aber auch ein paar wurden uns entwendet. Oh, wir haben 3 Masken. Cool. Bringt uns jetzt leider nicht viel, weil keine Gegner da sind, aber egal. Und zwar, wir können keinen Doppelsprung mehr machen. Dafür können wir aber erstens die Dinger hier selber bewegen, indem wir einfach ihn dagegen klatschen. Weil er es nicht anders verdient hat. Und wir können ihn als Hammer benutzen. Irgendwie hat sein Kopf auch die perfekte Hammerform. Das ist ganz gut. Wirf mich rüber. Vertrau mir, wir sind doch Kumpel. Natürlich sind wir das. Und wir können ihn über Schluchten werfen, damit er Schalter betätigt. Wunderbar. Aber dafür haben wir leider keinen Doppelsprung mehr. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich mag den Doppelsprung. Der hilft mir ganz gut. Oh Gott. Und ich fall fast runter, ey. Das war nicht gut. Schnell, schnell. Nein, oh Gott, schnell. Aha. Okay. Gehen wir rechts rum? Macht das einen Unterschied? Nee, nicht wirklich. Okay. Und wir prügeln uns weiter. Weil, warum nicht? Hat doch Spaß gemacht, sich zu prügeln, oder? Ja, oh nein. Ah. Ah. Oh, fuck. Hä, ich hatte doch eine... Ich hatte doch noch eine Maske. Warum bin ich... Hä? Ich hatte doch eine Maske, oder nicht? Wieso bin ich gestorben? Oh, finde ich unfair. Das finde ich nicht gut. Okay, wir sind ein bisschen langsamer jetzt, außer hier. So, hier kommt der Hammer gut zum Einsatz. Immer mit dem Kopf denken, wa? So, den nehme ich wieder mit. Leider teleportiert er sich immer zurück. Das heißt, selbst wenn ich jetzt vorrennen würde, würde mir das nichts bringen, weil er sich wieder dahin zurück teleportieren würde, wo ich zuletzt war. Das heißt, ich muss ihn immer wieder manuell einsammeln. Ist nicht ganz so schön, aber ist jetzt auch nicht wirklich so nervig, dass es irgendwie das Spiel versaut. Oh oh. Oh oh. Okay, wir müssen nebenbei diese Kristalle treffen, damit wir die Steine von oben auslösen, damit der Bohrer zurückgewichen wird. Ansonsten schaffen wir es nämlich in der Zeit her nicht. Okay. Oh, das war knapp. Okay, wir haben's. Puh. Oh. Gut. Ja, und Cortex verpisst sich jetzt, während Crash den Moonwalk macht. Ich dachte, ich hätte das Spiel geglitscht und hab das gesehen. Ich hatte keine Animation beim Laufen. Auch nicht schlecht. Gut, dann suchen wir mal Cortex, weil der hat immer noch unseren... Oh. Der hat immer noch unseren Stein, unseren Kristall. Und den hätte ich ganz gerne. Ah, nein. Ich habe den Sprung nicht geschafft. Da bin ich aber auch ein bisschen doof gesprungen gerade, ne?